Hallihallöchen, liebe Freunde, und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Almgandhi-Kanal. Bevor es jetzt richtig losgeht mit dem Thema, möchte ich nochmal kurz über unseren Podcast sprechen. Denn wer das Video vor, ich glaube, 2 Monaten gesehen hat, der weiß, dass ich und meine Lebensgefährtin einen Podcast starten wollen. Und zwar haben wir das eigentlich für Anfang April angesehen gehabt, doch wir haben es leider noch nicht hinbekommen, uns dem anzunehmen. Offiziell. Deswegen haben wir jetzt demnächst vor, die erste Aufnahme zu starten und haben natürlich erstmal ein bisschen kleiner angefangen, weil ich habe natürlich schon ein bisschen mehr Erfahrung, jetzt hier vor laufender Kamera zu sprechen, obwohl der Podcast natürlich nur stimmlich zu vernehmen ist, haben wir zusammen gedacht, wir warten noch ein bisschen und damit Jule sich erstmal reinfinden kann, ne? Und wenn es dann reif ist, dass wir es hochladen können, dann machen wir das. Denn sie soll sich sicher fühlen. Ich will, dass sie sich wohlfühlt dabei. Das ist sehr wichtig und deswegen wollen wir das einfach ein bisschen noch rauszögern. Ich hoffe, das ist kein Problem. Tut mir leid, dass das so spät kam. Jetzt war jetzt natürlich Anfang Mai, aber ihr wisst ja, wie das bei mir ist. Also wer das mittlerweile noch nicht gewohnt ist, der, ja gut, der muss sich daran, glaube ich, noch ein bisschen gewöhnen. Das ist hier dezente Terminverschiebungen geben kann. So, ich möchte aber euch natürlich ein bisschen Futter geben für die Leute, die auf den Podcast gewartet haben. Und ich werde das jetzt hier auch kurz halten. Und zwar heißen wir Nerdgeflüster. Ganz offiziell, das ist auch unser Logo, was wir uns selber erstellt haben. Und ihr könnt uns schon auf Instagram finden und ich meine auch auf Twitter. Das heißt, wer da mal reinschauen möchte, kann das gerne tun. Da werdet ihr demnächst alle Informationen zu unserem Podcast kriegen. Wir werden dafür jede Folge ein Update geben und auch in Instagram-Stories und so weiter hochladen. Ich denke mal, Instagram wird da vorrangig der Platz sein. Das nutzen, glaube ich, die meisten Leute. Und momentan wird die erste Folge auf YouTube ausgestrahlt werden. Zumindest wird es wohl darauf hinauslaufen. Ganz fest steht das noch nicht. Aber ich vermute mal, dass wir damit anfangen werden. Die wird dann vermutlich hier auf dem Kanal laufen oder zusätzlich auch auf diesem Kanal, dass Leute nicht so viel umdisponieren müssen. Und dann mit der Zeit werden wir sehen, wie es läuft. Und dann werden wir den auf jeden Fall offiziell noch auf Streaming-Portale bringen. So, und damit bin ich jetzt hier auch schon durch. Nur ein kleiner Input. Und jetzt geht's los mit dem Video. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Almgandhi-Kanal. Mann, oh Mann, heute mit einem Thema, das gibt's hier wirklich nicht oft, denn ich muss sagen, ich bin ja eigentlich ein Multi-Kanal. Es gibt mal Pokémon, mal gibt's Star Wars, Avengers haben wir schon gemacht, und heute geht es auch um ein Thema, was ich sehr, sehr liebe und was mich auch in meiner Freizeit viel beschäftigt. Da habe ich bei einem gewissen Ableger sehr viele Stunden reingesteckt. Und zwar rede ich von Battlefield. Battlefield ist ein Thema, was mich auch sehr beschäftigt, Leute. Und da ist momentan unglaublich in der Gerüchteküche brodelt. Rund um Battlefield 6 habe ich gedacht, mache ich doch mal ein Leak-Update. Ich habe dafür eine Umfrage auf Instagram gemacht. Ich werde jetzt auch mal meinen Instagram-Kanal auf der in der Videobeschreibung verlinken, dass ihr da mal gucken könnt. Ist mein privates Ding, aber da bringe ich halt auch die Video-Updates. Da könnt ihr nochmal gucken, für den Fall, dass ihr da auch mal irgendwie an der Abstimmung oder sowas teilnehmen wollt. Und da findet ihr natürlich auch Jule, ne, wieder für den Podcast und so weiter. Von daher, schaut da mal rein, wenn ihr möchtet. Aber Battlefield, Leute, Battlefield 6 ist ein Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich erst gar nicht so kommen sehen, und dann kam es ganz schleichend immer mehr. Und da habe ich dann schon gedacht, huch, sollte ich vielleicht mal ein bisschen aufmerksamer werden. Denn bei mir ist es immer erst so, ich muss erstmal meine Fühler ausstrecken, wie legit etwas ist, bevor ich mich da richtig reinsteige. Und bei Battlefield 6, Heidewitzka, Leute, da gibt es einiges an Material, was durchaus schon sehr vertrauenswürdig ausschaut. Denn es gibt da einen jungen Mann, der heißt Tom Henderson. Ich werde, um das jetzt vorhinein schon zu sagen, nicht viel einblenden, denn seine Videos wurden schon gelöscht, bezogen auf Battlefield 6. Er hat auch viele Tweets, die gelöscht wurden, beziehungsweise ganze Twitter-Profile von ihm wurden auch gelöscht. Und da wurde er auch darauf hingewiesen, dass er diese löschen soll. Von wem? Das lasse ich jetzt mal euch zur Spekulation über. Das ist, denke ich mal, ganz klar. Und das heißt natürlich auch zu einem gewissen Teil, dass da schon was dran ist. Denn warum sollte man solche Sachen denn sonst löschen lassen?
Noch dazu hat Tom Henderson eine gewisse Vertrauenswürdigkeit, denn er hat über viele Jahre hinweg zu Call of Duty geleakt und mit Battlefield 1 und Battlefield 5 hat er dann auch angefangen, Sachen zu diesen Spielen bzw. zu diesem Franchise durchsickern zu lassen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich hellhörig geworden, denn auch was er zu Battlefield 5 zu sagen hatte, fand ich sehr interessant und das deckt auch tatsächlich vieles auf, aber das ist halt der Grund dafür, ich will nicht, dass ich irgendwelche Probleme kriege, dass ich hier höchstens Sketches von ihm einblenden werde, da er gewisse Szenen aus dem anstehenden Battlefield 6 Trailer gezeichnet hat, die werde ich nachher auch nochmal kurz behandeln, aber das werde ich relativ kurz halten, weil ich möchte halt, wie gesagt, nicht, dass ich irgendwelche Schwierigkeiten kriege und sich EA bei mir meldet. Deswegen werde ich keinen Text, kein Videomaterial von ihm einblenden. Das, was ihr höchstens sehen werdet im Hintergrund, sind Trailer-Szenen, aber das war es auch schon. Und dann auch, wenn aus Battlefield 3 oder 4. So, denn Battlefield 6 orientiert sich stark an diesen beiden Spielen. Das hat er schon vor Ewigkeiten gesagt. Aber tatsächlich ist viel interessanter, wie Battlefield 6 eigentlich zustande gekommen ist. Denn Battlefield 5, was 2018 erschienen ist, sollte ursprünglich den Platz von Battlefield 6 haben. Denn eigentlich sollte Battlefield 5, also World War II, sozusagen 2021 erscheinen und Bad Company 3, was früher mal Battlefield, was jetzt Battlefield 6 ist, das sollte eigentlich 2018 kommen oder 2019, eins von beiden. Und da hat man sich dann irgendwann dagegen entschieden, weil die Vision, die man von Bad Company 3 hat, irgendwie nicht mit dem Franchise von Bad Company vereinbar war. Und da hat man sich dann gesagt, okay, wir werden das ein bisschen umfuchteln, werden Bad Company 3 noch länger in die Produktion geben und Battlefield 5 vorziehen. So, weil Zweiter Weltkrieg hat man halt viele Gegebenheiten, das muss man jetzt nicht komplett aus dem Boden stampfen. Und dann haben sie halt damit angefangen. Was für mich absolut nachvollziehbar ist. Denn das erklärt auch, warum Battlefield 5 so einen schlechten Start hat und warum Battlefield 5 auch so schnell, also vergleichsweise ja wirklich schnell, wieder fallen gelassen wurde. Denn jetzt kommen dafür weder Updates, noch ein Season Pass, noch sonst irgendwas. Und das ist schon, fand ich echt schade eigentlich, weil man sich auch viel erhofft hat, dass die Franzosen noch dazukommen, dass die Russen dazukommen, Stalingrad, dies, das, Ananas. Das hätte bestimmt alles kommen können für ein Battlefield 5, was 2021 erschienen ist, aber nicht eben diese Version, die vorgezogen wurde, damit Bad Company 3 mehr Zeit bekommt. Und dann war auch das nächste Problem, denn dann hat Bad Company 3, wie gesagt, diese Findungsphase durchgemacht, indem sie es dann in ein neues Projekt umgewandelt haben. Und das heißt dann Battlefield 6, beziehungsweise, wir sagen jetzt zwar Battlefield 6, aber laut Tom Henderson soll das Ganze nur Battlefield heißen und stellt so eine Art Soft-Reboot dar. So ähnlich wie es Modern Warfare jetzt gemacht hat, das neue von 2019, glaube ich. Ja, von 2019. Und da muss ich sagen, ist für mich einfach der richtige Schritt. Denn wenn sie jetzt, so wie es nach Tom Henderson klingt, sich stark an Battlefield 3 und 4 orientieren und das Beste der Reihe jetzt in einen Soft-Reboot packen, das ist das Beste, was dem Franchise momentan passieren kann. Und ich denke, da werden mir viele Fans recht geben. Und deswegen bin ich da sehr gespannt, was DICE da für uns im Petto hat. Wie jüngst sich auch herausgestellt hat, ist DICE auch gar nicht das einzige Studio, was an Battlefield 6 bzw. an Battlefield arbeitet. Denn es hat sich wohl noch DICE LA beteiligt. Die haben damals schon irgendwie DLCs für Battlefield 4 gemacht. Die wurden sehr gefeiert. Und dann kam noch Criterion jüngst, denn die waren eigentlich am neuen Need for Speed zu schaffen. Das wurde jetzt komplett auf nächstes Jahr verschoben, weil sie so gut im Zeitplan mit dem neuen Battlefield liegen, dass sie gesagt haben, wir nehmen Criterion noch zusätzlich dazu, um noch mehr rausholen zu können. Und ganz im Ernst, Leute, das habe ich, so eine Nachricht habe ich lange nicht mehr gehört. Also bei irgendeinem Spiel, dass es wirklich heißt, wir liegen so gut im Zeitplan und wir legen einfach noch eine Schaufel drauf, sodass wir noch mehr schaffen können. Leute, das finde ich ist aber auch leider an der Zeit, dass ein Studio mal sowas tut, dass es jetzt EA bzw. DICE tut, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wobei DICE und EA natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe sind. DICE ist immer sehr bemüht, sich der Community anzunehmen. Das sieht man auch an Star Wars Battlefront 2. Das ist ein unglaublich tolles Spiel geworden. Am Anfang, brauche ich glaube ich nicht drüber reden, war es das nicht. Und
da muss man sagen, die sind immer sehr bemüht. Und DICE LA soll wohl auch einen separaten Part übernehmen. Das heißt, die sollen wohl gar nicht direkt am direkten Battlefield mitarbeiten, sondern wohl separat. Ich nehme mal schwer an, das wird der Battle Royale-Modus sein. So vernehme ich das zumindest. So, und ich werde jetzt natürlich nicht jedes Mal dazu sagen, dass einige Informationen hier von Tom Henderson sind, weil das Video geht im Prinzip nur über ihn. Ich habe jetzt keine andere Quelle mit einbezogen, weil die anderen für mich nicht vertrauenswürdig genug waren. Aber wie gesagt, die Sache mit den Studios, die ich gerade erklärt habe, die ist offiziell. Das ist kein Leak. Das ist wirklich offiziell, das kann man auch nachlesen. Und da haben sie auch schon eine Ankündigung vor einer Woche oder anderthalb Wochen herausgegeben, wo schon gesagt wurde, demnächst wird Battlefield angekündigt, Und da standen auch die Studios mit dabei. So, interessant ist, wie gesagt, diese Soft-Reboot-Geschichte. Denn da kann man dann eigentlich alles machen, was man will. Und DICE hat sich dafür entschieden, wohl laut Tom Henderson ein Setting im Jahr 2030, so roundabout, ne, sagen wir mal 2030 bis 40, anzusiedeln. Denn es soll wohl auch verbesserte Drohnentechnik geben, zum Beispiel solche Hunddrohnen. Die hat er auch mal auf Twitter gezeichnet, denn irgendwann hat er, glaube ich, kapiert, okay, ich kann die Sachen weniger in Worte fassen, dann wird er schneller gebannt. Deswegen hat er angefangen, die Sachen zu zeichnen. Ich denke mal, das ist schon eher eine Grauzone, denn das könnte er ja auch einfach selber entworfen haben. Muss ja nirgendwo angelehnt sein. Ich blende das hier nebenbei auch ein, sicherlich. Und diese Hunddrohne soll wohl aber kein Gadget sein, sondern tatsächlich ein Fahrzeug, richtig, was man eigenhändig steuern kann und auch customizen kann. Das hat er irgendwann mal erwähnt gehabt. Noch dazu sollen wohl die Soldaten auch nicht futuristisch aussehen, sondern einfach ein bisschen rüstiger, mit einer fast schon Juggernaut-ähnlichen Rüstung, mit Schulterpolstern und so weiter. Hat man bestimmt auch so Film wie G.I. Joe schon mal gesehen. Also daran hat mich das sehr erinnert. Und die Helme auch, die sind komplett geschlossen. Das heißt, wir haben kein Gesicht mehr. Finde ich sehr cool eigentlich. Also das sieht wirklich sehr nach Spec Ops aus. Und darum soll sich wohl auch die Story wohl angeblich drehen, dass es einen weltweiten Konflikt gibt, wie immer. Der aber diesmal nicht von den Supermächten gelöst wird, sondern von Spec Ops Einheiten, die von diesen Supermächten angeheuert werden. Und deswegen kann man auch sämtliche Ethnien innerhalb dieser Organisation spielen, was ich sehr interessant finde. Das heißt, man ist nicht automatisch Amerikaner und kann, was weiß ich, kein Asiate sein, sondern das ist alles sehr divers und mit viel POCs, also People of Color, wohl aufgeteilt. Und das finde ich ziemlich cool, weil so läuft es ja auch eigentlich ab. Das haben sie ja mit Battlefield 5 schon mehr eingeführt, dass auch mehr Leute mit Hautfarbe zu sehen sind und auch im Fokus liegen. Und das finde ich gut. Ich meine, warum auch nicht? Frauen werden genauso vertreten sein, ob das jetzt so eine große Rolle spielt, weil man natürlich diesen Helm auf hat. Aber es macht ja schon einen Unterschied, ne? Und das soll auch jeder an dieser Stelle kriegen. Wichtig ist in diesem Battlefield wohl eine erweiterte Zerstörung. Und da muss ich auch sagen, habe ich mit gerechnet, weil das für mich bei Battlefield einfach immer so ein Ding ist. Und Battlefield 5 war da für mich schon fast ein Rückschritt, weil man da so wenig wie seit jeher zerstören konnte. Es sah zwar alles cool aus, aber es war doch schon manchmal sehr limitiert, fand ich. Natürlich in so Maps wie Narvik. Klar, okay, da kannst du halt das ganze Dorf zerlegen, aber da ist auch schon großteils alles zerstört. Und das war so ein bisschen mein Problem mit Battlefield 5, dass man diese Only-in-Battlefield-Momente kaum hatte. Das heißt, man konnte da nicht die komplette Map zerlegen. Es soll wohl jetzt tatsächlich mehr in Richtung Bad Company 2 gehen. Natürlich noch alles viel realistischer. Da hat man diese Tech-Demo gesehen vor einem halben Jahr oder so, wo man dieses Gebäude hat einstürzen lassen. Das sah schon toll aus. Und ich nehme mal an, dass das ein Teil von Battlefield dieses Jahr sein wird. Tatsächlich wird das Ganze auch eine Art von Levolution sein. Das ist ja dieses Konzept, was sie in Battlefield 4 gefahren haben, wo man den Wolkenkratzer einstürzen lässt, den Damm und so weiter. Ihr kennt das ja. Das finde ich tatsächlich cool, dass man gewisse Events triggern kann. Aber er meint auch, dieses Mal wird die Natur ein großer zerstörerischer Widersacher sein. Das heißt, es gibt Tornados, es gibt Vulkanausbrüche, Flutwellen und auch wahrscheinlich Erdbeben. Das hat er in einem Post klar gemacht, wo er erst eine Zeichnung abgegeben hat, wo man eine ganze Map sieht, das soll wohl ein Ausschnitt aus dem Trailer sogar sein, wo man einen Map-Ausschnitt sieht mit einem Raketenstartanlagensystem
Und im Hintergrund sieht man einen riesigen Vulkan. Und das fand ich schon echt krass. Und tatsächlich ist dieses Bild jetzt auch nochmal offiziell aus einer frühen Alpha-Version im Internet aufgetaucht. Das werde ich allerdings nicht zeigen, weil das wohl wirklich offiziell sein soll. Wer sich das angucken möchte, es ist überall im Internet. Gebt einfach Battlefield 6 auf Reddit ein oder so, dann findet ihr das. Das werde ich jetzt hier allerdings nicht zeigen, weil es wie gesagt keine Zeichnung ist, sondern genau dieser Shot, den er gezeichnet hat, gibt es jetzt offiziell aus dem Trailer fast schon. Natürlich aus einer sehr frühen Version, das ist alles noch nicht fertig, aber ist wohl jetzt aufgetaucht. Und das fand ich sehr krass, dass er das sich so traut, da einfach den Trailer abzuzeichnen und auf Twitter zu posten. Denn das zieht er sich nicht an den Haaren herbei. Der Mann hat wirklich schon Ewigkeiten geleakt und macht das seit langer Zeit auch für COD und so weiter und hat sich immer bewahrheitet. Bei Battlefield 5 hat er ein paar Mal ins Klo gegriffen, aber da meinte er, hat er wohl die falschen Insider gehabt. Und das kann jedem passieren. Jeder Leaker hat nicht immer alles richtig. Nur bei Battlefield 6, beziehungsweise bei Battlefield hat er gesagt, da legt er wirklich seine Hand für ins Feuer. Und ein paar Sachen haben sich auch schon bestätigt mit dem, was DICE offiziell schon bekannt gegeben hat. Zum Beispiel, dass man das Ganze mit der Next-Gen-Power, also PS5 und Xbox Series X bzw. S und PC anfeuern soll. Das haben sie jetzt in einem Post veröffentlicht mit diesem Announcement, dass da jetzt demnächst ein Reveal kommt. Ja, und da hat man auch schon rauslesen können, das wird wahrscheinlich keine PS4 und Xbox One-Version geben. Und das finde ich interessant und ganz im Ernst, Leute, kann man sich darüber aufregen, ich finde es gut. Und diese Entscheidung hat EA bestimmt, beziehungsweise DICE bestimmt nicht gestern erst getroffen. Das heißt, für die Leute, die jetzt keine PS5 oder Xbox Series X haben, das ist natürlich jetzt blöd, aber das Spiel dauert ja auch noch ein bisschen, bis es rauskommt. Ne? Und dafür können die nichts, dass keine Konsolen da sind. Das konnten die damals nicht wissen und das müssen die schon sehr früh entschieden haben, weil ich bin mir einfach sicher, wenn ich mir das anhöre mit Tornado, Vulkanausbruch, dies, das, boah, und dann 128 Spieler, es sollen wohl wirklich 128 Spieler sein, auf die die Maps ausgelegt sind, was für mich einfach nur Sinn ergibt, weil in jedem Statement, was DICE veröffentlicht hat, heißt es immer das größte, krasseste Battlefield dies, das, bum 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 und dann immer never before seen scale. So ein Scale heißt so viel wie Ausmaß, Leute. Und das ist wirklich, wenn Battlefield ein nie zuvor gesehenes Ausmaß hat, dann heißt das für mich, es gibt auf jeden Fall mehr Spieler als je zuvor. Wenn es 128 sind, wenn nicht sogar noch mehr. Ich traue denen alles zu. Wie gesagt, die PS5 ist ziemlich mächtig, was das angeht. Deswegen haben die da, glaube ich, ganz schön viel Spielraum. Ja, und wie gesagt, wenn da drei Studios dran arbeiten, drei große Studios, und die so gut im Zeitplan liegen, dann finde ich, soll das, glaube ich, eine ziemlich gute Kiste werden. Also ich bin da echt gespannt, was die Waffen so hergeben und so. Es soll keine Railguns oder sonst irgendwas geben. Es wird keine Wandläufe geben oder sonst irgendwas. Es ist nicht COD. Die halten das wirklich realistisch. Und das ist quasi einfach nur die moderne Kriegsführung, wie sie so in 10, 15 Jahren aussehen könnte. Und davon gehe ich jetzt mal aus. Wie gesagt, wenn man sich den Helm der Soldaten anguckt und so, sieht das jetzt auch nicht so aus, als würden die komplett durch die Decke gehen. Von daher bin ich da guter Dinge. Ne? Nach Battlefield 5, das hat sich wirklich für mich irgendwann so festgefahren, leider. Bin ich froh, dass sie jetzt die richtige Route gehen. Weil Battlefield 3 und 4 waren für mich wirklich die besten Teile der ganzen Reihe. Die haben es einfach auf den Nagel auf den Kopf getroffen. Und ich habe mir auch vorhin nochmal den Battlefield 4 Trailer angeguckt. Sieht da hier auch einen Ausschnitt von. Und dann habe ich auch wieder gemerkt, ey krass, da haben die so eine typischen Battlefield-Momente, diese Only-in-Battlefield-Momente, allein schon im Multiplayer-Trailer, haben die eingebaut, weil sie genau wussten, das ist das, was die Leute feiern. Und im Battlefield 5 und 1 hat das halt leider fast schon komplett gefehlt. Und das finde ich schade. Aber allein in diesem neuen Post, dieser Mitteilung, haben sie schon gesagt, dass das mehr auftauchen soll, dass die Maps darauf ausgelegt sind, dass mehr dieser Momente und auch die Spielmodi, es soll wohl auch neue Spielmodi geben, dass die auch darauf ausgelegt sind, dass mehr solche Only-Battlefield-Momente entstehen. Und das muss ich sagen, kann uns nur allen zugutekommen. Da bin ich sehr gespannt. Wer sich nochmal was zu Tom Henderson angucken möchte, dem verlinke ich mal sein Twitter-Profil, das, was gerade noch aktiv ist. Guckt da mal rein. Ihr könnt euch das hin und her scrollen, wenn ihr möchtet. Da könnt ihr auch alles nachlesen. Der postet eigentlich fast nur dazu. Der hat nichts anderes. Da findet ihr relativ schnell das, was ihr braucht. Und ja, von daher würde ich sagen,
sind wir damit am Ende dieses Videos angekommen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wenn euch das hier gefallen hat und wenn ich mehr über Battlefield reden soll. Ich werde definitiv ein Video machen, wenn dann jetzt demnächst die Ankündigung kommt. Laut Tom Henderson soll das diese Woche nämlich sein. Er meinte wohl vom 5. bis 7. Mai rum. Er weiß es nicht ganz genau, aber das klingt für mich plausibel, wenn vor anderthalb Wochen schon diese Ankündigung kam, dass da was kommt. Von daher finde ich immer, 2 Wochen danach macht schon Sinn. Von daher, ja, bleiben wir gespannt. Sagt mir, ob euch das gefallen hat. Daumen hoch, wenn es so war. Daumen runter, wenn es nicht so war. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, was auch immer sein mag. Wahrscheinlich dann das Video zum Battlefield 6 Trailer. Und bis dahin, meine Freunde, sehen wir uns. Bis dann. Ciao.